Guten Morgen, Deutschland. Also, du geh mal so gar nicht, ne? Mein Gott, Leute. Boah, diese abendländische Kultur, ne? Also wirklich, ja. Leute, denkt immer daran, ja, in der abendländischen Kultur, ne? Mit vollem Mund spricht man nicht, da hält man sich eine Hand vor den Mund. Ne? Also keine Maske, sondern die Hand. Ja? Immer dran denken. Ja? Das ist ganz wichtig. Und ihr dürft das natürlich nicht so laut sagen wie ich, ja? Weil das ist sonst Rassismus. Das ist eine rassistische Attacke. Mhm, ja. Haben wir jetzt gestern festgestellt, ja. Im Bundestag. Mhm. Ja. Also wirklich, ja. Also Herr. Ach. Ich weiß nicht mehr, wer von der AfD es war. Also könnt ihr mal mit diesem Rassismus aufhören. Also das ist wirklich tödlich. Okay, nächstes Thema heute Morgen. Fair heizen. Ja, Hashtag. Fair heizen. Ja. Mein Gott, das kommt nicht von der AfD. Nein. Das kommt auch nicht von der Scheinopposition. Der CDU. Nein, auch nicht. Nein. Fair heizen kommt auch nicht von der FDP. Ja. Die ja jetzt gerade droht, ja, dass das Heizungsgesetz platzt, wenn man das nicht ändert. Ne? Nein. Fair heizen, also Hashtag, ne? Fair heizen, kommt von den Grünen. Ja, das ist die neue Traumkampagne, um die Wähler zurückzugewinnen. Also, um ihnen da draußen zu suggerieren, also, hey Leute, ja, wir tun doch alles nur dafür, damit ihr fair heizt. Na, ist doch klar. Ja. Und was ist jetzt Hashtag Fairheizen von den Grünen? Nun, ich will es mal so erklären. Wenn du mit den anderen Altparteien in den letzten Jahren hergehst und dafür sorgst, dass der CO2-Preis gestaffelt bis 2026/27 sich circa verdoppelt und verdreifacht. Mit anderen Worten, du sorgst dafür, dass die fossilen Energien so scheiße teuer werden, dass die Leute, die jetzt mit dem neuen Heizungsgesetz sagen, also Moment mal, ich kaufe mir nochmal eine neue Gasheizung und Ölheizung, ja, dass die am Arsch sind. Also, dass die in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren dann möglicherweise schon wieder eine Wärmepumpe kaufen müssen oder doch eine Wärmepumpe kaufen müssen, weil das Gas und das Öl dann so teuer gemacht wird, und zwar absichtlich, dass man das tun muss. Das nennt sich Fairheizen. Ne? Hashtag Fairheizen. Ja? Und Fairheizen ist auch, wenn du den deutschen Bundesbürgern sagst, also du kannst dir jede Heizung kaufen, genau, außer eine Ölheizung, eine Gasheizung, eine Pelletheizung, einen Kamin. Was bleibt dann noch übrig? Ach ja, stimmt ja, die Wärmepumpe und die Nummer mit dem Wasserstoff, ja, die bis heute ja nicht, wo niemand weiß, wie das Ding funktionieren soll. Ja, das ist Hashtag Fairheizen, liebe Bundesbürger, ja. Aber hey, das ist der Grund, warum ihr sie wählen müsst, ne? Weil die Grünen, ja, die sagen euch ja, ja, ihr sollt fairheizen. Und immer dran denken, ja, beim Essen die Hand vor den Mund in der abendländischen Kultur. Scheiße, da war schon wieder diese rassistische Attacke. Schönen Freitag euch. Macht's gut.